Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind bei Die Abenteuer von Aragorn in Moria. Ja, das dritte Kapitel, glaube ich. Das dritte von acht, wenn ich mich nicht irre. Also, ein gutes Stück haben wir ja schon mal. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Deswegen machen wir einfach direkt weiter. Ja, es ist das dritte Kapitel. Die Gefährten durchqueren ja in Zwergenminen von Moria. Mal schauen, was uns da so So erwartet. öffnete sich also das Tor von Moria und wir alle betraten die Minen. Aber bevor wir weitergehen konnten, wurden wir aus dem Wasser hinter uns von einem grässlichen Monster mit Tentakeln angegriffen. Es versuchte sein Möglichstes, um Herrn Frodo zu verspeisen, aber Streicher wehrte es ab. Und dann hörten wir hinter uns ein lautes Krachen, als wir in die Minen liefen. Ja, Tentakelmonster sind Stoff meiner feuchtesten Feuchtträume. Ich als Asiate. Naja, es führt kein Weg zurück. Der Wächter im See hat den Eingang hinter den Gefährten einstürzen lassen. Mit Gandalfs Hilfe muss Aragorn die Gefährten durch die gefährlichen Minen von Moria leiten. Sei auf der Hut. In den Tiefen der Welt gibt es was? Ältere und gemeinere Wesen als Orks. Der Balrog? Vielleicht? Goblins? Vielleicht? In die Mine! Boah, ist aber ein bisschen dunkel. Bisschen sehr dunkel. Aber die Sonne strahlt auch in mein Zimmer hier gerade. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Oh ja. Und nun, Elbern Herr, werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Prasselnde Kaminfeuer, Gandalf hätte Malzbier, gebratenes Fleisch. Ach, die haben alle schlechte Laune. Sei gegrüßt, Aragorn. Wir gehen jetzt einfach rein zu diesem großen Sternchen hier. Ja, okay. Ja, mal Schweres. Goblins! Wir müssen meinen Vetter Balin finden. Er wird uns alles erklären. Oh, mein Handy piept. Was haben die... was? Aha. Okay. Ja, dann gehen wir mal hoch. Als wir durch die uralte Höhle gingen, stürzte ein Teil der Decke mit einem ohrenbetäubenden Krachen ein. Danach achteten wir auf unserem Weg in die Tiefen von Moria auf Steinschläge. Ja, sollte man vielleicht in einer Mine. Der Herr braucht auf diese Verräter nicht anzuschauen. Spinnen! Benutze Feuer, Aragorn! Feuer! Feuer! Zack! Feuer! Feuer! So. Boah, ich muss aus den Minen raus, ey. Das Kapitel muss ich schnell abschließen, es ist echt zu dunkel. Wir erreichten die großen Minen von Moria, aber die Zwerge, die sie erbaut hatten, waren nirgends zu sehen. Ich hoffe mal, für euch ist es nicht zu dunkel. Stattdessen lauerten überall Goblins, die nach unerwünschten Gästen Ausschau hielten. Minen hätten die aber auch ein bisschen heller machen können. Bisschen.
Also das Nötigste erkenne ich wohl. Erschieße ihn, bevor er Hilfe holt. Oh. Shit. Aber da das ein relativ leichter Schwierigkeitsgrad ist, kann man sich die Kundschafter auch mal antun. Boah, ich erkenne einfach gar nichts. Ist hier zum Kotzen, ey. Bogenschützen! Hä? Wo? Ah, fickt euch. Ist viel zu dunkel hier. Ich gehe zu diesem rettenden Tor. Ist mir zu blöd hier, ey. Oder komme ich von hier? Ne! Ich komme von hier. Ja, es tut mir leid. Die Sonne blendet gerade und ich müsste ja dann die Aufnahme abbrechen. Ich habe die doch gerade erst gestartet. Da muss ich also hin. Ja, hätte ich mir irgendwie denken können. Hallo. Tschüss. Die Bogenschützen tue ich mir jetzt nicht an. Rechts, links, rechts, links. Ach nee, ist ja nur ein Weg. Ich sehe einen Kundschafter. Erschieße ihn, bevor er Hilfe holt. Hallo? Ja, nee. Ich fass es nicht, ey. Die Steuerung ist so zum Kotzen. Die gehört und die kommt auch noch hinzu. Nicht, dass es auch so schon scheiße ist für mich. Ja, ist mir egal jetzt. Ich renne jetzt einfach. Drecksbogenschützen hier. Dreckige Penner. Cool. Ja, Fat Cash. Was es mir bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber bis jetzt habe ich nicht wirklich was ausgegeben. Ach ja, genau. Stimmt ja, man kann sich ja damit diese Artefakt-Dinger holen. Zum Glück gibt es diese Wegfindung. Und hier ist es auch schon ein bisschen heller als vorher. Hier sehe ich ja schon wieder was. Balin hätte die Minen niemals so verkommen lassen. Sind noch welche oder was? Ich gehe davon aus, dass die hier das restlos aufräumen. Hi. Noch irgendjemand? Egal, ich muss weiter. Rechts an der Seite sind wieder so ein paar Spezialisten. Ich sehe einen Kundschafter. Erschieße ihn, bevor er Hilfe holt.
Ja, wie wär's? Die Sonne erschwert mir auch das Zielen mit der Dingens. Dann reagiert er nicht so genau. Der Zeiger. Boah, die Sonne wird sogar noch stärker, ey. Ist für mich ein Problem. Im echten Leben zu viel Licht und im In-Game-Leben hier zu wenig Licht. Was sind das denn für Viecher hier? Das sind doch keine Goblins. Willwisse? Na gut. Hi. Na, Hobbits? Da ist ja noch einer. Ach, das ist Boromir. Hi. Nee, hey. So, da ist eine Leiter. Aber hier müsste doch auch irgendwo ein... Moment mal. Da geht's lang. Bogenschützen. Scheiß auf die, ey. Solange die Brücke oben war, konnten wir nicht weiter. Aber die Räder, mit denen man sie herabließ, befanden sich jenseits eines tiefen Abgrunds. Aragorn brauchte eine ruhige Hand, um sie mit dem Bogen zu treffen. Verwende Flammenpfeile, Aragorn. Genau, das funktioniert. Ja, nee. Scheiße. Ich könnte echt einfach nur kotzen. Muss es da durchschießen oder was? Verarschen oder was? Ey, nee, dieses Remote-Scheiß. Ach, fick. Dings. Malik muss die Brücke hochgezogen haben, um die Goblins am Überqueren zu hindern. Hoffentlich hat es funktioniert. Kann kotzen, ey. Aber ich tue es nicht. Ach. Moment. Nee. Da kommen wir noch drum rum. Da haben wir es. Legolas. Ja, fett. Vorsicht vor den Pfeilen! Wir nehmen auch mal ein bisschen hier Ruhe und so. Könntet ihr mich auch mal zielen? Ich fasse es nicht. Und da irgendwie durchschießen. Immerhin ging der Schuss auf Anhieb. Egal, ey.
einfach nur noch tot sehen. Gott. Natürlich starb Aragorn nicht wirklich, auch wenn er in großer Gefahr war. Versuchen wir das nochmal. Geduldsfaden und so. Ja. Ja, ich werde es pausieren in einer Viertelstunde. Solange die Brücke oben war, konnten wir nicht weiter. Ach, ich mach's jetzt, ey. Aber die Räder, mit denen man sie herabließ, befanden sich jenseits eines tiefen Abgrunds. Aragorn brauchte eine ruhige Hand, um sie mit dem Bogen zu treffen. Verwende Flammenpfeile, Aragorn! Genau, also, das leid, funktioniert! Aber ich muss das jetzt eben machen, so. Wie ich noch aus? Pass mal auf! Au! Au! Bisschen laut jetzt für euch. Egal. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt erkenne ich auch alles. Ja, perfekt. Ich muss die Dinger trotzdem abschießen. Jetzt kann ich auch ordentlich schießen, ey. Okay, Feuerpfeile. Da komme ich nicht mehr. Oh Mann. Guck mal, wie die Scheiße hier springt. Der will nicht, dass ich treffe. Charlie muss die Brücke hochgezogen haben, um die Goblins am Überqueren zu hindern. Hoffentlich hat es funktioniert. Ja, hoffen wir es. So, mit dieser kleinen Unterbrechung läuft es jetzt wieder alles. Also, ich hoffe, es war nicht zu laut für euch. Vorsicht vor den Pfeilen! Es läuft doch alles wie geschmiert. Ja, nicht ganz wie geschmiert, aber es läuft. Leicht rostig, würde ich sagen. Was ist denn das Ding? Oh, ist da noch weiter rüber oder was? Verarschen oder was? Na ja. Spinnen. Balin hätte die Mine niemals so verkommen lassen. Oh.
Ja. Jetzt kommt der kleine Troll, der mich beim letzten Mal umgenietet hat. Hallo? Hallo, meine Freunde. Ich dachte, ich krieg den noch. Wow, sind die nervig. So. Was ist das? Das ist einfach nur ein Felsen. Hier ist eine Spur. Ein einsamer Zirkel vor Konwölfen hier in die Höhle geflohen. Ja, den. Es ist zu dunkel, sogar für Elbenaugen. Verwende deine Fackel, Aragorn. Irgendwo muss es hier etwas Entzündbares geben. Aha, aha, aha. Gandalf-Merkmal, okay. Hier war auch irgendwo eine Feder. Da ist eine. Wissensobjekt Mithril-Erz. Ja, und jetzt? In ihrem Verlangen nach Mithril hatten die zwei gierig und stief gegangen und etwas gestellt. Ja, das kennen wir ja alle. Für die drei Brocken Mithril-Erz. Ne? Ist klar, ey. Habe ja sonst nichts zu tun. Aha. Ich werde hier wieder rausgehen, ey. Ich bin noch kein Bergbauer. Nicht diesmal. Nicht in dieser Höhle. Es ist mir echt zu dunkel. Immer noch. Obwohl ich jetzt alles sehen kann, aber ist mir ist ja. Da ist unser Ziel schon mal. Aber vorher. Der seinen Vetter finden wollte, stürmte vor, um die Brücke herabzulassen. Aber eine Gruppe böse aussehender Orks schob in der Nähe Wache. Wir mussten sie von Gimli fernhalten, während er das Rad drehte. Das sind Goblins. Das sind Orks. Guck mal, wie groß die sind. Das sind Goblins. Funktioniert das nicht? Hä? Ja, und jetzt? Mach deine Drecksaufgabe, ey. Du hast eine Seite aus dem roten Buch gefunden. Sam erinnert sich besser an Aragorns Geschichte. Ah. Kurz nachdem er seinen wahren Namen erfahren hatte, traf Aragorn in Bruchtal Elronds Tochter Arwen und verliebte sich sofort in sie. Sie hatte zuvor mit der Familie ihrer Mutter in Lothlorien gelebt, daher hatte er sie noch nie gesehen. Okay. Er heiratet sie sogar. What the fuck?
verlassen. Verlassen ist gut. Lauft! Wir sind jetzt tief unterm Nebelgebirge.